Hallo und willkommen zurück zu Citadel Forged with Fire. Und ja, am zweiten Tag sind wir. Wir wollten ja schauen, was wir alles erlebt haben. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen an der Grafik rumgespielt. Sieht jetzt noch mal ein bisschen Ticken besser aus. Und ja, wir schauen mal hier. Lief gerade schon der erste Gegner rum. Ich könnte schwören, ich habe hier gerade den ersten Gegner gesehen. Wir können auch immer nichts machen, weil wir noch nicht gecraftet haben. Oder ist er? Oh, der kommt schon. Mal schnell hier an unsere Schutzbarriere rein. Na, ihr seht's. Also, uns greift hier alles an. Wir können hier auch alles looten und so weiter und so fort. Den greifen wir gleich an, aber der ist schon Level 10. Der ist schon ein bisschen stark. Und wir sind mal gerade Level 2. Also, da sollten wir mal ein bisschen die Beine stillhalten. Ich würde gerne jetzt hier in der Schutzzone mit euch mal schauen, was wir letztendlich gesammelt haben und was wir daraus auch machen können. Wir haben jetzt hier verdammt viel gesammelt auch und ich muss mir abgewöhnen, hier immer mit der rechten Maus zu schlagen. Das darf mir auch nicht im Kampf passieren. Dann freue ich mich auch ziemlich stark auf ja, die Instanzen. Wir schauen mal jetzt, was kann man jetzt hier alles Inventar. Wir können also Kleidungsstücke, beziehungsweise nicht Kleidungsstücke, aber wir können aus diesen Blumen hier, Yellow Pine, können wir Clothes machen, okay. Aber ich möchte doch eher hingehen und möchte. Wo kann ich hier? Kann ich hier irgendwas machen? Wie sieht's aus mit. Seht ihr hier, das meine ich. So, auf was geht man jetzt? Auf Arkane? Auf Feuerbälle? Ah, okay, guck mal. Feuerbälle macht man, wenn man zum Beispiel einen großen Stab hat und hier die Hand ist die kleine Waffe, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe. Natürlich ist das Spiel noch auf Englisch, aber das macht jetzt nicht wirklich die Bohne. Wo kann ich denn? Ich möchte eine Waffe haben. Wo kann ich die Waffe denn? Ah, hier bekomme ich die. So, jetzt müssen wir uns überlegen, was wollen wir? Wollen wir einen Handschuh haben, der sozusagen eine Faustwaffe, die jetzt unser Zauberstab und Co. Ersetzt? Oder möchte ich lieber so einen kleinen Stab haben, à la Harry Potter? Oder möchte ich lieber so einen großen Stab haben, wie Gandalf? Oder möchte ich doch ein Nahkämpfer sein? Denn es gibt ja auch eine Art Heiler, Tank und so weiter und so fort. Also das Spiel hat wirklich verdammt viel zu bieten. Nichtsdestotrotz, wir nehmen, glaube ich, so einen kleinen, aber der große macht natürlich, wahrscheinlich wird der kleine schneller schießen, ne? Das ist jetzt die Frage. Nehmen wir so einen großen Stab oder so einen kleinen? Wo ist der Unterschied zwischen dem großen und dem kleinen Stab? Ich meine, wir machen nur 10 Damage und hier machen wir direkt 35 Damage. Aber wenn er natürlich genauso schnell schießt wie er hier, kann man das nicht sehen. 55 wiegt der nur und der wiegt 1. Ah, jetzt habe ich ihn schon gelernt. Kann ich ihn wieder verlernen? Damn it. Wollte ich jetzt nicht, aber jetzt haben wir den gelernt. Egal. Und wir können hier uns eine Mütze herstellen. Will ich das schon skillen? Das weiß ich nicht, ob ich das skillen will. Also hier das mit der rechten Maus, ich sag's euch. Ich komme da immer drauf. Das muss ich mir abgewöhnen. Das war jetzt vielleicht, ja, war das jetzt richtig, war das falsch, was wir gelernt haben. Vielleicht können wir auch alles lernen, ich bin mir nicht sicher. So, was wir auf jeden Fall brauchen, ist Mana. Das lernen wir auch mal. So, und jetzt, wo wir einen Zauberstab haben, können wir uns hier auf jeden Fall. Muss ich, ach, das muss ich auch noch lernen. Ach du lieber Gott. Ja gut, okay, dann muss ich noch ein bisschen rumlaufen, beziehungsweise kriege ich, wenn ich Sachen crafte, bekomme ich da. Ich crafte mal dreimal. Kriegt man fürs Craften auch EP? Ich glaube, ich brauche was. Okay, ich brauche eine Art Workbench.
Das ist natürlich ein bisschen kurios jetzt. Dann gehen wir so draußen noch was sammeln. Ich traue mich ja noch nicht wirklich draußen, wenn jetzt da draußen auch schon Gegner sind und so. Das ist alles ein bisschen gewagt. Wir kräften doch irgendwie. Aber das läuft nebenher. Das heißt, wir sind nicht so schnell. Wir müssen schauen, dass wir hier nicht mal eben überrascht werden von unserem kleinen Schweinchen, was hier rumläuft. So, wir brauchen nur noch bis Level 3, dass wir jetzt hier eben schnell ein Level höher kommen. So, also es geht hier viel um Sammelei, wirklich, wie gesagt, schon. Bis wir den Zauberstab haben und auch uns wirklich hier in den Kampf wagen können. Und dann müssen wir nochmal nach Tränken schauen. Denn die Tränke füllen unser Mana wieder auf. Also ich weiß nicht, ich habe Dark and Light gespielt und ich habe jetzt hier dieses Spiel gerade mal, ja, vielleicht 40 Minuten gespielt mit euch jetzt zusammen. Und ich glaube, das hier wird mir mehr Spaß machen. Wobei Dark and Light auch kein schlechtes Spiel ist, ne? Möchte ich mal nur eben gesagt haben. So, ihr müsst auch auf unser Gewicht achten. Ganz klar. So sind wir immer noch kein Level up. Ah, noch ein paar Pünktchen. Ein paar Pünktchen noch. Beziehungsweise wir können uns, glaube ich, ein paar. Können uns, glaube ich, ein paar Dings machen. Hier war der Angst so zum Aufheben gerade. Ah, hier der Stock. Schauen wir nochmal I-Inventar. Wir können uns da bestimmt ein paar Tränke machen. Ist das jetzt nur alles Klamotten? Okay. Spells. Da brauche ich einen noch für. Das für Gilde und so. Das sind meine Tiere. Aber wo kann ich denn? Tränke herstellen. Das würde mich mal interessieren. Ah, ich weiß wo. Ah, seht ihr, wir können uns auch selber einen Stab herstellen. Den machen wir doch schon mal. Craft ein Stab. Und dann müsste eigentlich auch schon Level up sein. Ihr seht es hier unten. Da sind wir schon Level up. Level 3, ihr seht's. Ich gehe noch mal auf Mana. So, jetzt haben wir einen schönen Stab in der Hand, aber ich weiß nicht, wie wir in die Außenperspektive kommen. Da schaue ich gleich noch mal eine Pause nach. So, jetzt wollte ich noch mal mit Eevee Inventory. Jetzt gehen wir noch mal hier hin. Jetzt müssen wir uns überlegen, was nehmen wir. Gehen wir jetzt auf Arkan und skillen Arkan runter. Mit Eisbolt wahrscheinlich verlangsamt der Gegner und so weiter und so fort. Oder gehen wir zuerst auf Feuer? Ich würde sagen, ich gehe zuerst auf Feuer, denn Learn. Dann haben wir das getan. Ich gehe zuerst auf Feuer. Da bin ich mir sicher, was ist das? Eine Mana-Kugel. Ich bin mir da nicht sicher. Ah, hier ist das, glaube ich. Das will ich auch freischalten. Ich habe es doch schon freigeschaltet, oder? Ja, ich habe das schon freigeschaltet, aber wo kriege ich das her? Nichtsdestotrotz, das ziehen. Wie kriege ich denn das jetzt da unten rein? Ah, ich habe es doch jetzt gelernt, oder? Da, hier haben wir es drin. Rechts. Oder linke Maus. Okay, jetzt gucken wir mal links. Und ihr seht, wenn ich schieße, wie geil das aussieht. Und ihr müsst natürlich jetzt wirklich hier die Sachen treffen, wo ihr drauf schießt. Und wenn dann hier nachher 60 Leute auf dem Server sind und
ihr schießt und bekriegt euch, wie gesagt, ihr könnt aus der Luft schießen und so weiter und so fort. Das geht hier schon richtig ab. So, wir schauen mal mit R. Was kann ich hier auf R? Ich nehme hier irgendwas. Was ist T? Ich will da nicht so viel rum. Wir gucken mal, dass wir jetzt irgendwas zum Angreifen finden. Also jetzt kann das Spiel ja schon fast richtig losgehen. Ich habe keinen Bock jetzt natürlich zu sterben. Es geht am Anfang natürlich viel um zum Sammeln. Man kann auch aus Bäumen und so Reagenzien ziehen, aber wie man das macht, das müssen wir uns später mal anschauen. Ich möchte natürlich trotzdem erst hier in der Safe Zone ein bisschen bleiben noch. Nichtsdestotrotz sammeln wir hier die Reagenzien. So, und es heißt natürlich immer früh genug einen Gegner finden. Ich habe wieder was entdeckt. Also ein neues Gebiet wahrscheinlich. Aber da müssen wir höllisch aufpassen. Also hier ist wirklich viel mit Pflanzen. Hier scheint noch keiner gewesen zu sein. Das wird natürlich später, wird sich das ändern. Und ihr seht, ich komme immer auf meine rechte Maustaste. Ich habe so eine neue Maus, da muss ich mir erst noch dran gewöhnen. Cool sieht es schon aus. Oh, da hinten ist ein Tier, auf was wir jagen können mal. Also ich glaube, mit den Dingern macht man Mana-Tränke. So, gucken wir mal. Haben wir ihn schon? Nee. Oh, greift der uns jetzt an oder haut der ab? Also ist gar nicht so einfach, damit zu schießen, Freunde. Oh, guck mal, hier kann man sich drunter stellen, wenn man von oben beschossen wird. Also das ist Übung, ne? Holz, Holz, Holz. Wofür man so viel Holz braucht? Ach, der liegt doch wohl schon. Looten wir den. Hide. Loot all. Und dann können wir schon fast wieder dem Crafting widmen. Und hier ist natürlich jetzt viel, was wir sammeln können. Und ihr seht es hier, wie ich hier fleißig am Sammeln bin. Aber das machen wir, glaube ich, dann in der nächsten Folge zu Ende. Denn, oh, schwimmen können wir auch. Geil. Denn diese Folge ist wieder zu Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt. Und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn es heißt Citadel Forged with Fire. Und ja, hier bei meinem kleinen Blair Witch Project. Also hier scheinen ja wirklich Holzdinger ohne Ende zu sein. Dann müssen wir schauen, wo wir uns niederlassen. Und wieder die rechte Maus. Oh Gott. Ich glaube, ich komme mit der neuen Maus gar nicht klar. Das, wie gesagt, alles und mehr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage Tschüss, Ciao und Bye-bye.